Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky und sind gerade auf dem Weg zum Holo Terminus, danach zur Ruine, um unsere Quest anzubringen. Ungefährer Standort wieder nur, aber ich sehe ihn schon. Hier ist der Holo Terminus, zu dem wir hin müssen. Ich habe zwischen den Folgen dann noch uns hier Raumschiff weiter freigeschaltet und Waffnungen an Bord gepackt, die wir dabei hatten. Und hier die letzten Felder hier unten. Also natürlich geht es noch ein paar rein tiefer, aber und trotzdem erstmal nur so gemacht. Und habe die Upgrades, die wir noch einbauen konnten, schon eingebaut. Dann werden wir jetzt erstmal das hier machen. Danach müssen wir noch in die andere, aber auch eine Quest geben, also zumindest weiterführen. Machen wir dann, nachdem wir auf dem Planeten hier alles erledigt haben. Dafür eine Aufgabe bekommen. Außerhalb des Systems machen wir nach. Oh, hier können wir direkt hier können wir den Planeten hochladen. Hat es dann jemand einfacher, so ein Minus zu finden. Sind zu tief. War, glaube ich, der Impulsantrieb. Jetzt. Und er gibt uns wahrscheinlich dann auch einfach nur Koordinaten, andere Ruine. Wieder nur eine Ruine. Ah, ist wieder nur eine Kiste ausgraben.
uns jetzt um Anomalie. Reicht schon. Dann können wir ja jetzt hier in die Anomalie. Am besten erst die Quest auswählen. So. Vielleicht können wir mit unserem Jetpack jetzt ja hochspringen. Mal schauen. Und die dritte Stufe ist freigeschaltet. Mal gucken, ob ich da auch schon alles habe. Gut, das wäre freigeschaltet. Einfach nur ein dummes Bild. Hoffentlich kommen wir hoch. Kommen wir hoch. Ja, wir kommen jetzt hoch. Dann jetzt die nächste Quest. Ja, super. Wir wollen keine Teile kaufen. Das ist auch doof. Wir haben auch gar nichts dabei, um uns neue Teile zu kaufen. Wir wollen ja sowieso keine. Ist ja einfach irgendwas für ein fürs Exo-Fahrzeug. Was ist das denn? Sonar fürs U-Boot. Minotaurus. Dann kaufen wir uns den da. Mehr Reichweite zum Scannen. Donaco Gold. Können wir sogar dann einbauen. Wir können mit dem kleinen Exo-Fahrzeug Alien-Artefakte finden, mit dem wir dann zu einem Portal kommen. So. Hier haben wir ja. Ja. Haben wir ja schon gemacht. So, dann werden wir jetzt, die nächste Mission war nicht in diesem System, also werden wir erstmal ins nächste fliegen. Vielleicht verbindet sich das sogar mit der Mission für den Atlas, dass es dieselbe Richtung ist. Wahrscheinlich können wir die Quest hier jetzt erst weitermachen, wenn wir die anderen beiden ein Stück weiter erledigt haben, weil die alle aufeinander aufbauen. So, müssen wir mal schauen, ein Stück entfernen. So, wir wollen dahin. Sehen, was in dem System alles gibt.
Scannen wir als erstes kurz die Planeten. So, drei kann man auf Anhieb sehen. Vier Planeten sind's. Dann scannen wir den hier. Siebener Planet. Gepeitschter Planet. Super. Grüner Planet und aggressive Wächter. Jetzt geht's aber los. Ah, und der hat schon wieder eine ähnliche Farbe. Er ist sowieso verstrahlt. Also von daher müssen wir mal die. Das war die richtige Quest, oder nicht? Ah, ne. Das ist die. Hauptsache in der Weltraumstation. Das ist jetzt aber mysteriös. Obwohl, die Weltraumstation will nicht. Ey, was ist jetzt kaputt? Oh. Ob sie in der Station hier verschwindet der Ton. War nicht schlecht. Wir können direkt mal gucken, wenn wir sowieso in die Richtung müssen. Was die an Upgrades haben. Blitzwerfermodul, Scannermodul. Dann nehmen wir gleich mal eins mit. Dann Raumschiff ist hier. Mal sehen. Ja. Der S-Klasse hat. Startschubdüsen. Davon können wir, glaube ich, noch einen einbauen. So, dann. Also den hier. A1 und A. Bauen wir hier. Wir bauen hier und da Startschuppen. Für das Impulstriebwerk. Ja, hier und da. Okay. So. Und den Anzug. Was war das? 120.000. So. Sternupgrade. Wärmeschutz, Giftschutz, Bewegungsmodul. Brauchen wir alle gar nicht. Da haben wir schon drei. Ja. Ah doch, Gift ist gut. Der fehlt uns. Also die Weltraumstation ist sehr anfällig. So. Einbauen. So, jetzt haben wir alle. Also ich habe dasselbe Problem wie ihr beim Zuschauen dann. Und zwar ist das auf dem Kopfhörern sehr witzig. Im Ton. Okay, was will denn der jetzt? Finden sich deine Basis. Ja, ist mir zum Ernst, wir haben die alle schon. Jetzt sollen wir zurück. Aber das war ja jetzt super gebracht, hierher zu kommen. Morgen eine Daten, wollen wir die her? So. Zerlegen. Wir haben ein Scannermodul. So. Ja, geile Mission. Nur hier hinfliegen, um wieder zurückzukommen. Irgendwas Schönes. Ah. Okay.
Dann müssen wir jetzt zur Basis am Computer. Steht hier zufällig ein Reisender rum? Hier gibt's ein Portal. Die sind alle von einem und demselben. Lonin, Asen. Scheint nicht so. Phosphor. Raffinum. Emeril. Das ist gut. Kommen wir hin, kommen wir nicht. Super. Wir haben die Verbindung zu den Online-Diensten. Der will mich so. Boah, wie ich mache, haben noch mehr Spieler an. Mann, das wir. Haben wir doch an. Oh, das Update hat auch nichts besser gemacht. Super, er zeigt die Basen an, ich kann nicht hin. Ist doch scheiße. Dann gucken wir jetzt irgendeine andere. Aber wenn wir die Verbindung verloren haben, obwohl es ein Online-Spiel ist, oha. Sehr witzig. Ja, dann leckt mich halt. Wahrscheinlich dürfen wir danach wieder irgendwo anders in ein anderes System fliegen und wieder in ein System und hier nicht und da nicht. Von A nach B fliegen für nichts. Kacke, was? Super. Also. Teilweise wieder. Ja. Haben wir doch gerade eben gemacht. Weiße Leuchte bauen? Warum? Oh ja, hier. Weiter nun Person. Ach, scheiße. Ich hab Bock, hier eine Basis hinzubauen. Der Planet ist scheiße. Ah, so, bla. Jetzt müssen wir dem Ding eine Tür geben. Mann, Mann, Mann. Wäre ja super, wenn der. Hat man gehört, dass eine Tür vorne im Gebäude hingehört, du. Okay. Ja, geil. Wieso ist die Leiter ausgegangen? So, da hat er seine Scheißtür.
habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, jetzt reißen wir wieder ab hier, wenn uns das in der Mission nicht weiterbringt. So. Machen wir jetzt halt die Atlas-Mission. Hier müssen wir eine Basis bauen, Fischereien, Personal besetzen. Das kriegen wir wieder noch auf Raumstation. Also das muss jetzt gar nicht sein. Dann machen wir das jetzt hier. Was will der von uns? Scheiß Gaswolke. Ah, ist ja auch hier in der Nähe. Und wo? Dass man nicht hinfliegen kann. Und zeigt da völlig andere Koordinaten an. War nur eine Nebenmission, aber dann ist die auch endlich fertig. Hauptsache die Erklärung ist viel anfängerfreundlicher gemacht. Wird auch noch erklärt. Gaswolke, die nichts bringt. Stickstoff. Aber damit. Stickstoff, das können wir ja nicht mal sammeln. Was zum... Warum denn Stickstoff? Ah, und ist es zu weit entfernt? Aber selber nicht. Meine ist das jetzt weg. So, das die ist immer aktiv, die Mission. Ja. Haben wir wegen dem Ausbau eine extra Mission bekommen. So. Das geht ja jetzt nicht. Das baut damit auf. Dann müssen wir das jetzt machen. Ich bin natürlich aber auch erst. Aber mir gefällt der Planet immer noch nicht. Da hinten ist ein Sendeturm. Das warten wir aber hier Strom. Nee. Lagerung. Ah, schön. Das ist ein Signalturm. Vielleicht zeigt der uns. Alien-Artefakt an. Weil sonst müssen wir uns den das kleine Exo-Fahrzeug bauen. Wo war das jetzt? Innere Siedlung. 11 Minuten. Es ist doch das Gebäude neben uns. Nee. Oh. Okay. Also es ist nicht das Gebäude da. Mal gucken. Das sein soll. Da hinten sein. Hm. Nicht so weit weg. Aber der Händler wird auch wieder nichts Vernünftiges haben. Eine Waffe? Nee.
Beispiel eher so. Nehmt kein Geld. Find ja wohl. Planet. Scheiß im Angebot. So. Holen uns mal das Glas, dann kann ich das später, falls das Duplizieren in der mittleren Raffinerie noch funktioniert, duplizieren für den Basisbau, der schön aus. Direkt ein Wort gelernt. Also ganz unnütz war es ja nicht. Wir müssen nur mal sehen, dass wir irgendwie Geld machen langsam. So, welche Planeten waren hier im System? Ruppiger, Ostiger. Oh, aggressive Wächter, das kann nicht sein. Ostplanet. Hohe Wächter. Ja, wir müssen uns mal die beiden Unbekannten angucken. Wächter. Bevor wir uns ins All fliegen, scannen. Und dann können wir die Atlas-Mission machen. Und zwar, wenn so ein geeigneter Planet hier wäre, könnten wir da nach einem Portal suchen. So. Jetzt noch die Frage. So. Sind natürlich alle hinter dem hier. Macht die Innenansicht auch nur, um die Planeten zu finden. Da ist einer. Das ist ein Wüstenplanet. Der ist immerhin trocken. Das war der Frostplanet. War das da hinten? Skelettartiger. Also, Wüstenplanet. Wir müssen uns ja mal den da angucken. Immerhin, keine Wächter werden angezeigt. Müssen wir nur das jetzt herausfinden, wie das Wetter da ist. Ist sehr weit weg. Und wenn der das Wetter einigermaßen gut ist da, nicht Säureregen oder es brennt oder sonst irgendein Unwetter da, weil die meisten Planeten wollen einen eigentlich prinzipiell töten. Entweder die Kreaturen oder das Wetter. Dafür müssten wir kurz landen wegen dem Biom zum Scannen. Oh, sind dran vorbeigeflogen. Tolle Sache. Ja. Ah, fliegt doch bis an Planeten ran. Der sieht ja aus. Das blutrote Hitze. Super. Also der will uns verbrennen. Macht's jetzt nicht besser. Da hinten ist angeblich ein Tier. Was für ein Ding. Eine Pflanze. Ja, nee, ist klar.
Ist hinter dem Hügel? Ganz so, ne? Ah, das lebt unter der Erde. Cool. Ist noch das einzige Tier auf dem Planeten. Also gerade sind 20 Grad. Das heißt, es gibt Feuerstürme bestimmt 150 Grad oder so. Ja. Dann gehen wir zu dem anderen. Dann haben wir jetzt ja alle nachgeschaut. Ja, den haben wir ja einfach gescannt. Werden wir jetzt die Atlas-Mission machen? Nein, das war falsch. War so. Oh, wir können direkt weiterspringen. Bis zur Atlas-Station. Aber hier in dem System gibt es Wasser. Ja, dann nehmen wir das System dazwischen auch mit auf, weil wir direkt hätten zum Atlas springen können. Um zu sehen, was da für Planeten sind. Oh nee. Da habe ich jetzt einen Nerv drauf. Super überhitzt. Wir haben jetzt unseren ersten Frachterkampf. Höchstwahrscheinlich ist es nur ein C- oder ein B-Frachter und dann ist er auch noch hässlich oder so. Aber das Gute ist, wir müssen ihn nicht nehmen, wenn wir nicht wollen. So. Nur nicht auf die falschen Schiffe schießen, das kriege ich immer so gut hin. Naja gut, manchmal schieße ich auch einfach auf den Frachter. Aber dann wollen sie einem irgendwie den Frachter nicht mehr anbieten. Weiß auch nicht. Einmal habe ich es auch hinbekommen, von Jägern beschossen zu werden hinterher. Nur weil ich so ein friedliches Schiff abgeschossen habe. Soll da nicht rumfliegen. Oh Gott, ist die Waffe noch für einen Arsch. Das alle. Aber wenn es der Frachter links ist, will ich den garantiert nicht haben. Ein Valkyrien-Frachter, das ist doch schon mal gut. Valkyrien und Korvax haben die besten. Oh nee, es ist dieses hässliche Stück etwas. War es nicht deren Ernst, oder? Ja, das Scheiß, den kann er behalten. Wir holen uns dann unsere Belohnung ab. Mal scannen, was das für Müll laufen. Ja, C-Frachter kann er behalten. Auch hässlich und C, also. Bin mit so einem Scheiß. Also, Belohnung her, wo sitzt da? Ah, ich will keinen Frachter. Waren eben auf dem Plan. Ich weiß nicht, ob das mit dem dieses Autospeichern hinzugefügt. Es geht nicht. Super. Weil es wäre jetzt egal, in welchem
Bestens mal mit dem anderen Speicherstand. Ich will nämlich dann jetzt prinzipiell in jedes System fliegen, bis wir einen Frachter finden, der uns gefällt. Und ich sag mal, wenn er B oder A ist, dann nehmen wir den jetzt einfach mit. S, das dauert ewig. So. Suchen wir uns jetzt ein anderes System aus. Ein 3-Sterne-System wäre gut. So, bei dem da waren wir 2 Sterne. Den blauen, in die können wir noch nicht. Grün auch nicht. Wir könnten prinzipiell in rot. Aber das zeigen die uns keine Daten. Hier ist ein 2-Sterne-System. 2. Eck, Vorwachs. Und die besseren Frachter. Hier noch Vorwachs 2. Kien 2, 2. 3. 1 mit 3 zu finden ist ja schon eine Kunst. Piratensystem. Weiß ich gar nicht, ob es überhaupt Frachterkämpfe gibt. Ah. Ganz viele rote Planeten. System 3 3 Da ist Korvax 3. Hurra viel. Wenn der Frachter schick ist, dann muss ich das gleich mal einen in Angriff nehmen. Obwohl, ich mache da eine Special-Folge, wenn zu. Weil das kann ewig dauern. Ja, ja. Oh, wo Zitronenwerfer drauf schießen, ja. Wo sind sie? Ja, über Hits weiß ich auch. Oh Gott, was ist das für ein hässlich? Echt jetzt nicht deren Ernst. Das ist doch kein Frachter. Das Ding hässlich. Was will er für den Schrotthaufen haben? Oh ja, dann lande doch. Oh Gott. Also das haben sie noch nicht entfernt. Das war ja brutal laut. Gut, dann werde ich jetzt erstmal, da das mit dem Neuladen ja noch geht, nur die Frachter der letzte Scheiß sind, wenigstens nach einem hübschen Frachter Ausschau halten für uns. Muss ja nicht S-Klasse sein, weil das kann richtig, richtig lange dauern. Dann werde ich jetzt gucken, dass wir wenigstens B, wenn Glück haben, A. Der erste Frachter ist umsonst. Als Geschenk können wir den annehmen, wenn wir die Piraten töten. Der eben war ja hässlich, deswegen konnte ich auch einfach landen. Wenn uns einer gefällt, müssen wir wirklich die Piraten töten. Also wir könnten ihn auch einfach kaufen, wenn wir die Piraten nicht töten. Dafür fehlt uns aber momentan das Geld, weil die bei 180, 190 Millionen liegen. Aber wir können ja immerhin Ausschau halten nach einem hübschen, der uns gefällt. Den werden wir uns dann holen. Und naja, das B oder A sollte es schon sein. Weil dann müssen wir jetzt uns nicht extra noch einen anderen suchen,
Wenn wir einfach einen finden und mehr Geld haben, können wir uns den ja einfach dann kaufen. Ist ja nicht so schlimm. Gut, das werde ich dann gleich mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, euch gefallen hat und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder ein Like da lassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.